back from the dead. Mittwoch, 21. August 2019 und willkommen zur neuen Episode des Fortnite Daily Shops. Und am Anfang ist erstmal Luca gegrüßt, Shishafik ist gegrüßt, Danino ist gegrüßt, Attila ist gegrüßt, Sirius, dann Luki der Wanderer hat es wieder reingeschafft, Not Skyfighter und Milta. Und ich würde sagen, wir schauen mal in den Shop rein, denn heute ist sogar tatsächlich wieder was Neues drin. Also angefangen, linke Seite, ihr seht schon, wir haben das Royal Heart Set wieder drin, Cuddle Powers drin, 800 V-Bucks. Kommt natürlich auch mit dem Cuddle Team Leader, ganz klar. Coole Schleife auf dem Rücken. 2000 V-Bucks. Ich weiß nicht, ob der jetzt noch 2000 wert ist. Ich muss sagen, die Skins sind langsam im Wert gefallen irgendwie. Da müssen ein paar Anpassungen her. Auf jeden Fall, der ist wieder drin. 70 Tage her das letzte Mal, dass das Set das letzte Mal drin war. Natürlich auch mit dem coolen Gleiter hier, muss man sagen, der ja auch ein bisschen später reingekommen ist. Dann zu dem Set hinzu sozusagen, um das zu vervollständigen. 800 V-Bucks. Kommen wir gleich noch zu, denn es gibt heute wieder was Neues, was das Set komplett vervollständigt. Also 800 V-Bucks, 70 Tage her. Kommen wir zum nächsten Set, und zwar das Grim Medicine Set. Da fangen wir mit dem Gleiter, mit Lamplight. 800 V-Bucks, richtig nice. 42 Tage her. Dann sehen wir Scorch. Das ist auch einer meiner Lieblingsskins, muss ich sagen. Wobei ich das Backbling irgendwie überhaupt nicht gut finde. 1500 V-Bucks, trotzdem richtig cooler Skin. Dann haben wir die männliche Version Plague am Start. 1500 V-Bucks und ich muss sagen, der gefällt mir nicht ganz so gut. Trotzdem ist er geil. Der Umhang ist vor allem nice. Umhänge sind ja sowieso immer beliebt. Und passend dazu nochmal das Harvesting-Tool. 42 Tage her, dass das Set das letzte Mal im Shop war. Ja, dann Shotcaller, das Set, was gestern reingekommen ist. Und zwar das Metro Squad Set. 1200 V-Bucks für den guten Herrn hier. Ob der jetzt so geil ist, muss jeder selber wissen. Und warum der winterlich gekleidet ist, bin ich mir auch nicht ganz sicher. Trotzdem ist der am Start für 1200 V-Bucks mit einem Backpack auf dem Rücken auf jeden Fall. Aber die sind richtig nice. Und zwar die Metro-Macheten sozusagen. 800 V-Bucks. Ah, der Sound ist nice. Der Sound ist richtig, richtig nice, muss ich sagen. Da gehen nochmal die Grüße raus. Danke nochmal für das Geschenk heute. Mit einem Stream habe ich hier nämlich geschenkt bekommen. Absolut nice. Also feiere ich absolut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, dann geht es weiter mit den Dailies. Da haben wir Shadow Ops drin, 1500 V-Bucks. Die war zuletzt vor 30 Tagen im Shop. Und die hat einen Backbling bekommen. Ist das neu? Wartet mal. Warte mal. Das ist, glaube ich, mit dem Style dazu gekommen, ne? Die kommt ja mit zwei verschiedenen Styles jetzt. Ist das mit dem Style dazu gekommen? Leute, ihr müsst mich aufklären für alle, die den vorher schon gekauft haben. Ich bin mir nämlich jetzt gerade nicht ganz sicher, weil ich habe viele Skins, aber den Skin habe ich nicht auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, zwei Styles jetzt für die. Lohnt sich jetzt umso mehr. Hat sich sowieso immer schon gelohnt, weil das eigentlich ein cooler Skin ist. Und jetzt mit Backbling und zwei verschiedenen Styles auf Backbling und natürlich auf dem Charakter. Also schon ziemlich nice, muss man sagen. Warum das hier nicht angezeigt wird? Normalerweise steht hier oben immer eine 1 von 2. Komisch, oder? Cooler Skin auf jeden Fall. So, dann geht's weiter mit King Flamingo. Der ist wieder drin. 800 V-Bucks. 40 Tage her, als der das letzte Mal drin war. Einfach nur lustig. Also, wer ein bisschen auffallen will im Spiel, sollte sich den holen. 800 V-Bucks. Dann, ja, was ich vorhin angesprochen hatte, und zwar Cuddle Camo ist da. 300 V-Bucks. Das vervollständigt jetzt so ein bisschen das True Heart Set, wie ihr sehen könnt. Ich cycle das mal durch. Ich kann da jetzt nicht wirklich einen Teddybären erkennen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das sieht mir einfach nur pink und, ich weiß nicht, sieht aus wie so ein paar Farbkleckse, die so draufgeschmissen, so ein modernes Kunstwerk, ihr wisst, was ich meine, einfach so ein paar Farben draufgeschmissen. Hier dachte ich eigentlich, dass man das sieht, aber hier ist das auch einfach nur, hier oben sieht man ein bisschen was, aber ich weiß nicht. Also einen Teddybären erkenne ich nicht, ne, irgendwie überhaupt nicht, auf keiner Seite. Aber gehört auf jeden Fall dazu, 300 V-Bucks, passt auf jeden Fall von den Farben her. Ja, und dann haben wir noch drei Emotes, zum einen Make It Plantain, Bananen schmeißen, 31 Tage her. Dann haben wir Billy Bounce drin, 500 V-Bucks, vor 33 Tagen zuletzt im Shop. Wichtig auch, der ist Traversal, also mit dem könnt ihr noch rumlaufen. Und dann Switch Step ist drin, 500 V-Bucks, zuletzt vor 18 Tagen im Shop gewesen. Ja, Highlight ist ein bisschen schwierig zu sagen heute, muss ich ganz ehrlich sagen, denn ich muss immer noch sagen, die Metro-Machetes finde ich immer noch geil, von gestern. Und heute, was so dazugekommen ist, ich weiß nicht. Ich mag den Cuddle Team Leader sowieso nicht so gern. Ich mag die Teddys nicht ganz so gern, muss ich sagen. Ich würde sagen, Scorch kriegt mein Highlight. Also von dem Medicine Grim Set. Das gefällt mir am meisten. Könnt ihr gerne mal reinschauen, was euer Highlight ist und was ihr vor allem dem Shop geben würdet. Ich gebe dem Shop heute leider nur eine 4 von 10. Denn ich bin ein bisschen enttäuscht. Natürlich ist das Set von gestern richtig nice. Grim Medicine ist auch cool. Aber ich hätte mir statt vielleicht irgendwie einfach nur einen neuen Rap, vielleicht einen neuen Skin gewünscht oder so. Da waren so einige Gerüchte im Internet. Aber naja, schauen wir mal. Das ist auf jeden Fall meine Bewertung. Schreibt gerne mal unten rein, was eure Bewertung ist. Vergesst oben beim i nicht abzustimmen. Und dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, das Ganze ab da. Unterstützt mich gerne mit dem Creator-Code, wenn Snipes. Und dann hören wir uns morgen zur neuen Episode. Also bis dahin. Ciao, ciao.